Wir wurden wieder zu einem Zimmerbrand im gleichen Gebäude, in der gleichen Wohnung gerufen. Wir haben jetzt eine starke Rauchentwicklung und starkes Feuer vorgefunden. Die Eingangstüre war sehr heiß. Wir konnten ohne Atemschutz und ohne Wasser das Gebäude nicht betreten. Es waren Kartonagen und Kleidungsstücke im Vollbrand. Wir sind vorgegangen mit Atemschutz und einem C-Strahlrohr, haben die Türe geöffnet, den Lüfter gesetzt, den Rauchverschluss gesetzt, sodass kein Rauch ins Gebäude kommen konnte, und haben das Feuer abgelöscht. 25 Mann und 4 Fahrzeugen. Und wir werden noch mal kommen mit einem Fahrzeug für die Nachlöscharbeiten gegen später, wenn die Kripo uns die Freigabe gibt.